Die OER-Deutschland-Karte ist eine der beliebtesten Funktionen von OER-Info. Was viele gar nicht wissen, sie ist nur ein Ausschnitt. Der Deutschlandteil ist Teil der OER-World-Map. Das Unterfangen, das versucht OER-Aktivitäten, Akteure, Player abzubilden in einer Datenbank auf einer Karte. Und das Ganze jetzt schon im 7. Jahr. Neben mir steht Jan Neumann. Jan Neumann ist nicht nur bei OER-Info Teil des Teams, sondern auch Projektmanager der OER-World-Map. Weltweit, global. Und die OER World Map, gegründet 2014, geht jetzt in 2020 ins siebte Jahr. Geht ins siebte oder ins sechste jetzt? Muss ich aber mal rechnen. Wenn wir 14 angefangen haben, gehen wir ins siebte. Ja, okay. Ja, das stimmt. Es ist unglaublich, wie die Zeit vergangen ist. Also ich bin selber total überrascht, wenn ich das manchmal mir so klar mache, ne, wie lange wir jetzt schon an diesem Projekt arbeiten. Und ja, das hätte am Anfang, glaube ich, niemand gedacht. Und alleine, dass wir nach diesen vielen Jahren noch da sind und dass das Projekt also immer noch wächst und sich entwickelt, ist schon eigentlich eine Sache, die ich nicht geglaubt hätte, wenn man mich das vor 7 Jahren gefragt hätte. Ne? Ich meine, wir haben da ein extremst ambitioniertes Projekt mit unglaublich vielen Datentypen, die gesammelt werden müssen. Das ist alles sehr kompliziert. Und trotzdem, ja, wir sind immer noch da. Genau. Und jetzt verflixt das siebte Jahr. Was habt ihr vor? Was kommt? Also man muss ja sagen, es ist ja ein ständig sich weiterentwickelndes Projekt. Nicht nur irgendwie 7 Jahre da geblieben, sondern es kommt andauernd was Neues dazu. Was steht für 2020 an? Ja, ich glaube, dass tatsächlich 2020 so ein bisschen das Jahr der Entscheidung werden wird. Das heißt also, wir haben das Projekt mit viel Herzblut in den letzten Jahren entwickelt. Wir waren gut finanziert von der Hewlett Foundation, hatten also im Vergleich zu anderen Projekten eigentlich viel Geld, waren aber trotzdem eigentlich, wenn ich das mal so realistisch betrachte, in Anbetracht des Scopes und der Aufgabe unterfinanziert und haben also viele Dinge, die man eigentlich hätte mit einzelnen Mitarbeitern besetzen müssen, die liefen dann in Personalunion und entsprechend sind auch viele Dinge nicht so gut gelaufen, wie sie hätten laufen können, wie Community Development und ähnliche Dinge. Und jetzt glaube ich, ist ja gerade eben die UNESCO Recommendation verabschiedet worden und die Recommendation ruft die Mitgliedstaaten auf, aktiv zu werden im Bereich OER und ruft sie auch auf, entsprechendes Reporting abzugeben, sprich also irgendwie zu zeigen, was sie tatsächlich getan haben in dem Bereich. Und vor dem Hintergrund ist natürlich das schon ein überaus glücklicher Zufall, würde ich erst mal sagen, dass wir jetzt 2014 schon angefangen haben, quasi mit einem Tool zu entwickeln, was für sowas verwendet werden könnte und das jetzt, wenn auch noch nicht fertig, so doch schon sehr gut entwickelt ist und arbeitsfähig ist, einsatzfähig ist und tatsächlich verwendet werden kann, um entsprechende Reports aufzubauen. Und wir haben also jetzt die technische Plattform im Prinzip so weit, dass wir die Daten, die wir sammeln können, auch direkt in Statistiken überführen können also Realtime-Statistiken erzeugen, die können wir bis auf Landesebene, das ist noch nicht implementiert, aber technisch kein Problem, bis auf Bundeslandebene runterziehen, sodass man also genau sagen könnte, wie viel ist in einem Bundesland los, wie viel in einem anderen. Und was halt fehlt, ist jetzt ein entsprechender Ansatz, diese Daten auch zu sammeln. Wir haben am Anfang gedacht, dass die Datensammlung quasi freiwillig erfolgen würde und die Projekte schon eintragen würden, was sie machen werden. Das hat sich als zu optimistisch herausgestellt. Wir haben aber festgestellt, dass halt, wenn man für die Datensammlung zahlen möchte, wenn man anerkennt, dass das einen Mehrwert gibt und wenn man meint, dass es diesen Mehrwert gibt, dass man dann eigentlich sehr gut mit der World Map arbeiten kann. Und wir haben zum Beispiel jetzt gerade eben in Brasilien ein Projekt gestartet, wo wir die brasilianischen Daten gesammelt haben und das war unterm Schnitt eigentlich sehr günstig. Das heißt also, es ist nicht wirklich teuer. Und ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo die globale OER-Community sich einfach überlegen muss, ob es diesen Weg weitergehen möchte. Das heißt also, ob es sagt, ja, Daten zu haben zu den Themen, die von der World Map abgedeckt sind, sprich Projekte, Services, Policies haben wir, Events wie hier die OE Global,
All das ist wichtig und das gibt, stiftet einen Mehrwert. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir jetzt den Schritt weitergehen und sagen, gut, dann investieren wir halt das Geld, was wir brauchen, um diese Daten auch zu sammeln. Und ja, in diesem Prozess, glaube ich, würde die Worldmap eine sehr gute Ausgangsposition bieten. Also spannendes Jahr, 2020, ein Jahr der Entscheidung für die Worldmap. Wenn jetzt Menschen nach diesem Video noch weiterschauen wollen, hast du so eine Funktion oder irgendwas, was man als erstes sich auf der Worldmap angucken kann, wenn man sagt, will ich mir jetzt mal angucken, finde aber, dass 3.343 Einträge mich erstmal erschlagen. Ja. Eine Sache, wo du sagen kannst, das würdest du Leuten empfehlen? Ja, wir haben, das ist zum Beispiel eins der Probleme, dass wir haben, dass wir sind ja mit diesem unglaublich breiten Datensammlungsfokus angestreten und der erschlägt viele Leute, glaube ich. Und wir versuchen das auch zu optimieren und wir haben zum Beispiel jetzt gerade eben ein Feature implementiert, dass aktive Events leuchtend, pulsierend angezeigt werden, sodass man also sehen kann, welche Events gerade eben laufen und dann auch von dort direkt weitergeleitet wird auf Twitter. Sehr schöne Sache. Ganz, ganz herzlichen Dank, Jan Neumann. Alles Gute für die Worldmap im verflixten siebten Jahr. Danke.